zwei Monate miteinander reden und dann merken, dass man doch nicht miteinander will. Das beobachtet man häufiger in der Single-Metropole Berlin. Wenn sich Angela Merkel aber ein politisches Neuland vorwagt, dann ist das für die Republik viel besser als die abgesagte Jamaika-Party. Dafür müsste sie nur ein Tabu brechen. Das Tabu heißt Minderheitsregierung. Das ist eine Bundesregierung, die ohne Mehrheit im Bundestag regiert. Das gab es in Deutschland noch nie. In Schweden und Dänemark sind Minderheitsregierungen ganz normal. In Kanada funktioniert das auch. Das geht also. Wir Deutsche aber mögen klare Verhältnisse, denn bei jedem Gesetzesvorhaben muss eine Minderheitsregierung eine Mehrheit organisieren. Das ist Stress. Aber Stress kann auch gesund sein. Endlich wäre Stimmung im Bundestag. Ich kann mich in den vergangenen 4 Jahren kaum an eine Debatte im Bundestag erinnern. Viele Abgeordnete sicher auch nicht. Bei einer Minderheitsregierung aber wird es richtig Zoff geben. Und es passt auch gut in unsere Zeit der niedrigen Wahlbeteiligung, der Demokratiemüdigkeit und der besorgten Wutbürger. In einer Minderheitsregierung muss Angela Merkel für jede wichtige Entscheidung Mehrheiten organisieren, diskutieren, streiten, überzeugen. Vielleicht sogar ein paar Leute von der AfD. Aber die Kanzlerin weigert sich mit Händen und Füßen. Sie mag das nicht. Was meint ihr? Lieber nochmal wählen oder doch nochmal große Koalition? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare bei Facebook oder bei Twitter unter dem Hashtag #echt.